So, da wären wir mal wieder bei einer weiteren Folge. Wusstet ihr eigentlich? Ja. Und weil letztens in einem der vorherigen Parts das eigentlich ganz gut angekommen ist hier mit der Theorieerklärung und wie das hier alles funktioniert, kommen wir heute dazu. Deswegen habe ich mich hier für die Eule entschieden. Wie ist das eigentlich, wenn Gegner gelb leuchtende Augen haben? Gibt es ja einige Mythen dazu und ich decke das jetzt mal alles einigermaßen auf, dass man es auch versteht. Die Eule ist dabei nur als Sinnbild, weil es ist ziemlich schwer auf Anhieb etwas zu finden, was einfach nur random spawnen kann. Also, Gegner, die mit gelben Augen spawnen, haben eine meistens 10% ungefähr, könnte man sagen, Möglichkeit zu spawnen. Das können alle stinknormalen Gegner. Also normale Zombies, Ritter, etc. Könnt ihr euch vorstellen. Bosse können das auch, allerdings zu einer 1%igen Wahrscheinlichkeit. Und da gibt es Ausnahmen. Man kann das so grob übers Knie brechen. Alle die Bosse, die in irgendeiner Form später auch einmal als normale Gegner auftauchen, sagen wir, ein Troll ist ja zum Beispiel auch mal der Boss in einem Dungeon oder so, oder ein Grizzly, oder die Gravitationsmönche da, diese großen Dürren, die Onyxfürsten, genau so heißen sie, die haben eine 1%ige Chance, dass die auch gelb leuchtende Augen haben. Und um gleich schon mal den einen Mythos aus dem Weg zu räumen, hält sich eisern fest, ist aber nicht so. Gelb leuchtende Augengegner machen nicht mehr Schaden als normale Gegner. Das ist irgendwann mal entstanden, das Gerücht, aber nein, machen sie nicht. Das wurde tatsächlich gedatamined und nachgewiesen, machen sie nicht. Gelb leuchtende Augengegner, das ist ein umständlicher Name, geben das Fünffache an Runen, was ein normaler Gegner derselben Art droppen würde. Guck mich nicht immer so erschrocken an, Eule. Und ja, so viel zu den Gelbaugengegnern, könnte man sagen. Ich werde der Eule nichts tun, keine Sorge. Ja, genau, das ist die Erklärung dazu. Jo, da wären wir schon bei der nächsten Sache. Und das ist was ziemlich Neues. Und zwar wusstet ihr eigentlich, dass mit Patch 1.9. Das ist der aktuellste zum jetzigen Zeitpunkt. Da hat From Software, wenn wir hier in Systeme gehen, hier unter dem Reiter Spieloptionen die vorletzte Option. Raytracing haben sie eingefügt. Ja, ist im aktuellen Zustand absolut abzuraten. Was ist Raytracing? Das ist, es soll einen natürlichen Verlauf von Licht simulieren. Das geht allerdings aktuell auf Kosten der Framerate, sprich, ich kann es ja mal kurz zeigen, wenn wir jetzt drauf gehen. Durch die Aktivierung von Raytracing werden die Leistungseinstellungen auf Qualität geändert. Ja. Ja, bla bla bla. Ihr seht schon, wenn mich hier ein bisschen umschaue, ein bisschen bewege. Ich dachte, hier ist ein ganz guter Punkt. Hier Schatten sieht man. Naja. Es haut halt die Qualität auf teilweise 30 oder sogar weniger Frames runter. Ihr seht, es sieht ein bisschen komisch aus. Und zudem momentan gab es noch keinen weiteren Patch. Kommt es, wenn ihr mit Raytracing spielt, sehr oft, vor allem auf PC habe ich gehört, zu Spielabbrüchen. Sprich, das Spiel hängt sich auf. Und natürlich könnt ihr es selber machen, was ihr wollt. Ich bin jetzt hier nicht, keine Ahnung, die Elden Ring-Polizei, macht doch, was ihr wollt. Aber ja, momentan, ihr seht es auch, es sieht nicht so toll aus. Das bisschen zusätzliche Lichteffekt, ja, kann man nur hoffen, dass sie entweder weiter dran arbeiten. Hier, ihr seht es ja, wenn ich jetzt hier rumlaufe, das Gras, es flimmert ein bisschen, es kriselt. Da kann ich nur empfehlen, macht das aus, geht wieder. Zumindest ich mache das gerne, Bildrate priorisieren und seht ihr das an? Das sieht doch schön aus. Da ist alles schön flüssig. Ja, so finde ich das deutlich besser und ich muss keine Angst haben, dass mir das Spiel regelmäßig abschmiert, weil es durch das Raytracing gelegentlich schon etwas überfordernd sein kann. Na gut, ja, das war's zum Raytracing. Und da wären wir schon bei der letzten Sache für heute. Und zwar, wusstet ihr eigentlich von der Trigger Range? Ja, interessantes Thema. Und zwar, die Trigger Range ist das, was Gegner auf euch antriggern lässt. Beziehungsweise, was sie nicht auf euch antriggern lässt. Was meint ihr jetzt damit? Wir suchen uns mal den da hinten aus. Ihn hier. Ihn werden wir jetzt gleich mal angreifen. Und wir schauen mal, was passiert.
haben wir gemacht. Steine schlagen ein, die ganze dumme Meute, die dreht sich nach ihm um. Was ist da los? Wir haben alle keine Ahnung. Oh mein Gott, was ist geschehen? Er ist der Einzige. Wir behalten ihn weiter im Blick. Wir haben ihn im Fokus. Er ist auf uns jetzt angetriggert, weil wir A, außerhalb ihres Wahrnehmungsbereiches standen und B, weil sie dumm sind. Na gut, letzteres nicht unbedingt. Ja, komm mal her. Dann haben wir dich hier weg. Seht ihr, jetzt sind wir zu nah hingekommen. Jetzt waren wir in Trigger Range, jetzt guckt danach. Gegner sind auch dann alarmiert, so kann man das ungefähr beschreiben. Die anderen bekommen das da hinten aber nicht mit, was hier gerade passiert. Wir können das gleich nochmal austesten. Wir sind jetzt mal ganz unverfroren und schleudern einen Stein da mitten da rein. So. Die schnallen es wieder nicht. Normalerweise müsste jetzt wieder nur der, der wirklich Damage genommen hat, auf uns anschlagen. Japp. All den anderen ist es wurscht. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben... Hopp. Hat sich das erledigt. Das könnt ihr mit Fernkampfwaffen und mit Zaubern ganz gut ausnutzen. Er hier da hinten, der dürfte jetzt eigentlich genau, der untersucht nur die Leiche, weil er mitbekommen hat, ey, da ist was passiert. Tja, das lässt sich als Fernkämpfer bei den meisten Fällen wirklich ganz gut ausnutzen. Solltet ihr im Hinterkopf behalten fürs, naja gut, Nahkampf erklärt sich das von alleine, da hilft euch das nichts. Aber gut, das ist die sogenannte Trigger Range. Bisschen holprig erklärt, aber ihr versteht den Punkt ungefähr. Okay, dann würde ich sagen, haben wir wieder mal eine Woche geschafft und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, ne? Also, tschüss.